Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Challenge auf dem Zweisternhof mit dem Mikado Plays XD. Hallo. Action Andy. Hallo. Und dem Tiger Farm. Hallo. So, LU ist am Start, von dem her können wir eigentlich auch gleich loslegen und hier weiter produzieren. Wir haben alle genügend zu tun. Ich muss Ende dieser Folge auf jeden Fall mit Zinsen an das LU meine Rechnung begleichen. Ja. Ja, so ist es halt. Dass ich nicht meinen Kredit ausgeschöpft habe. Gut, aber wir verziehen uns mal wieder nach unten, dann habt ihr hier oben auch Ruhe. Jo. So, Mikado, heute kommt das große Weltball raus. Bei mir auch. Kannst du aber glauben. Obwohl, warte mal, heute glaube ich noch gar nicht, weil ich muss ja erstmal die Ballen machen. Scheiße. egal, geht schnell. Oder warte mal, ich könnte auch einfach den Lochunternehmer anstellen. In der Zeit würde ich hier Dünge. Ha! Ich habe ja das Geld. Mein Loch bezahlen. Ich kann den bezahlen. Wir werden jetzt auf jeden Fall, ich bin gemutet, wir werden jetzt auf jeden Fall ganz schnell mal ein paar Ballen abfahren. Ballenpresse ist sowieso ausgelastet. Verdammt, hast du gehört, was ich gesagt habe? Ich gehe mal kurz zum Notunternehmer runter. Ja. Verdammt, ich glaube, er hat gehört, was wir gesagt haben. Ich muss unbedingt schnell mal einen Ballenladewagen organisieren und dann ganz schnell Ballen abfahren, weil der Preis ist bei 700 plus. Das ist ideal. Und zwar Akroma. So, können wir uns den Ballenladewagen überhaupt mieten? Nein. Da. Alles gut. Yes, was? Alles gut bei Ihnen? Ja. Ups. Das Geld schwindet. Dein Geld? Nö. Meins? Ja. Wo nichts ist, kann nichts schwinden. Ach, stimmt. Tja. Also so einfach ist das einfach. So einfach ist das einfach, ja. Ja. So. Das ist mein wahrer Spruch. Ah, falsch. Obwohl, bei mir schwindet eigentlich im Moment auch das Geld. Aber ich bekomme wieder was dazu irgendwie. So, wo denn hier? Ups, okay. Gut, wir rudern ein bisschen, was die Zeit angeht. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Also ich guck mal, dass ich wirklich jetzt direkt den Ballenladewagen... Was sind das denn hier überall für Spuren? Ah, das waren die Spuren, wo ich mit dem Mähdrescher zu weit gefahren bin. Scheiße. Wir werden jetzt direkt den Ballenladewagen mit nach oben nehmen, dann können wir direkt Ballen verkaufen. Wir müssen halt immer jedes Mal ganz nach unten fahren. Ah, ja, hier sind aber ganz schön viele von diesen Spuren. Das geht ja gar nicht.
Wie, haben sie dir, hast du dir das Feld zerfahren oder was? Ja. Aber ungeschickt. Ja. Kann ich hier nicht stimmen. Ach so, ja, das stimmt. Da wird dann die Düngestufe, glaube ich, auf 0 zurückgesetzt und bist immer eins hinten dran oder so. Naja, generell war ja noch gar nicht gedüngt. Okay. Dann ist ja nicht so schlimm. Obwohl, ist sogar eine Düngestufe vorne gesetzt worden, irgendwie. Stimmt, zwei. Weil hier bei diesem Glück ist jetzt auf Stufe 2 gedüngt. Ah, okay. Da, wo diese Lücken sind, ist überall auf Stufe 2. Keine Ahnung. Ja, komm, ich hau's weg. Einfach rein hier. Mach kaputt. Brauch man nicht mehr. So, dann. Warte mal, ich muss mal kurz was gucken. Warte mal. Das muss ich jetzt mal machen. Nee, wir müssen den nehmen. Scheiße, ich wurde abgeärztet. Oh nein, shit. Was hast du denn abgeerntetes Feld? Ist doch gut. Nein, ich meine, hier ist ein Feld. Ist abgeerntet. Ich Ach, wollte du wolltest es eigentlich kaufen. Ach so, haben wir Geld gemacht. Wollten wir uns erweitern, das ist aber nicht so gut. Klopf, klopf. Ja, bitte. Düngen ist fertig. Okay, kostet? 600. Plus die 600 vom plus 800 vom letzten Mal? Genau, dann sind wir bei 1200. 1400. 1400, ja, stimmt. Okay. Rechnung kommt, bitte noch an das Schwaden von Wiese 1 denken. Ja, bin ich gerade auf dem Weg. Danke, ich bezahle. Bis dann. Danke. Bis dann. Sag mal, hast du hier ein bisschen gemogelt? Sag mal, hast du hier ein bisschen gemogelt gerade? Warum? Weil hatten wir nicht in der letzten Folge gesagt, also hattest du nicht in der letzten Folge gesagt, dass es noch 100 Euro mehr gibt, weil du, ja, halt nicht bezahlen konntest? Ja. Wurde das schon dazu gerechnet? Nein, das wurde nicht dazu gezählt. Es waren die reinen Basiskosten. Aber seien Sie sich gewiss, das LU hat gerade mehr bekommen, wie es gefordert hat. Ah. Deutlich mehr. Ja, aber seien Sie mal froh, dass ich das nicht extra dann gesagt habe, wo der Lohnunternehmer. Nee, das hätte ja nicht zu meiner Entscheidung der Zahl, also des Wertes der Rechnung geändert. Dann so, den hier auch. Tim? Mit dem gemütlichen Teil der Arbeit. Warte, das ist dein Anhänger, ne, der hier steht. Der Kröger, ja. Akroliner. Ja. Genau. Das steht hier noch so rum. Ganz alleine steht er hier rum. Warte mal. Das ist meine Silage. Das ist Silage. Ich glaube schon, oder? Ach, guck mal. Das ist, glaube ich, unten das, ne? Beim Shop. Dammit, er will auch die Silage verkaufen, ne? Ja, beim Shop. Das ist kacke. Ich bin am Überlegen, ob ich. Aber das lohnt sich nicht. Dass das LU jetzt schon die Ballen mit abfährt. Also viele haben wir noch nicht. Was machst du? Was mit Akuma? Was? Ach, nix. Ui, holla. Ich muss sagen, die Rundballen sind gute, gute Sprungbretter. Ist das so? Ja.
was war das denn jetzt gerade? Ich habe hier einen Ballen voll weggeschleudert, aber er ist zurückgerollt. Ja, manchmal ist so. Wir werden jetzt die Zauberballen gewesen. Wir werden jetzt die Ballen noch nicht verkaufen. Der Preis ist nämlich noch am Steigen. Also wenn Mikado jetzt die Ballen schon verkauft, während er verkauft, werden wir. Habe ich da gerade eine? Ja, das war eine Möwe. Der hört Möwen. Okay. Naja. Gibt's hier Möwen? Wir werden die Ballen noch ein bisschen dort lagern, bis der Preis weiter gestiegen ist und dann teurer verkaufen. So ist mein Plan. Wahrscheinlich in der nächsten Folge dann erst. Du hörst einen Möwen? Ist das seltsam? Nee, hier, da oben bei meinem Hof, da höre ich Möwen. Ohne Scherz jetzt mal. Ich hoffe mal, du weißt, wie sich Möwen anhören. Ja, ja. Fahr doch mal dahin. Nee, ich habe keine Zeit. Sorry. Das überlasse ich den Ornithologen. Okay. Ich bin ein vielbeschäftigter Bauer. Landwirt. Ich habe keine Zeit, um mich hier um die Vögel zu kümmern. Shit. Ah, Ballen abladen. Aha. So geht das. Ein MB-Truck. Echt? Hab ich das? Wieso habe ich denn jetzt kein Geld bekommen? Hä? Was war das denn jetzt für ein Scherz? Ah, ich habe Geld gekriegt. Wieso hast du denn Geld bekommen? Nein, war ein Spaß. Hab nichts gekriegt. Hä? Ich bekomme kein Geld? Jeder, wie er es verdient. Ernsthaft, hast du nichts bekommen? Nee, gar nichts. Klopf, klopf. Ja. Mikado, hast du Ballen verkauft? Ja. Aha. Wieso bekommt ihr das denn? Weiß ich nicht. Okay. Dann überweise ich das eben zurück. Dann schreibt das einfach mal auf, wie viel das war. Oder merkt ihr das irgendwo, dann machen wir es einfach am Ende. Oder warte mal. Bin ich irgendwie Lohnunternehmer bei euch? Mal. Bitteschön. Okay, danke. So, ich gehe auch mal kurz zum LU hoch. Jo, ja. Ich bin jetzt auch hier. Hallöchen, klopf, klopf. Klopf, klopf. Kurze Frage, was ist denn, Herr Tiger Farm, was ist denn der Preis für Silage bei der BGA? Das ist. Ein Moment. Silage. 360. Ja, genau. Schade. Okay, nee, dann lohnt sich das nicht. Wie weit ist es, Schwaden? Eine Bahn noch. Okay, können wir was pressen hinterherhängen mit der Presse, die auf dem Hof steht? Können wir machen, ja. Supi, vielen Dank. Bis später. Bis später. So. Ich weiß jetzt auch, warum die das Geld bekommen. Warum? Und zwar tut ja Tiger Farm für mich Ballen wickeln. Aber da er, dass er die Ballen gewickelt hat, wird ja für ihn dann wahrscheinlich die Ballen verkauft. Ich meine, dass es nicht so ist. Beim letzten Mal, als er für mich Ballen abgefahren hat, habe ich dieses Geld gekriegt, glaube ich. Hat er für dich Ballen gemacht? Ja. Nee. Ich habe meine Ballen selber gepresst, das stimmt. Ja, der hat für dich abgefahren, gell? Ja. Deswegen, ich glaube, daran liegt es. Dass die Ballen eine ID haben, wem sie gehören. Naja, glaube ich. Könnte sein. Halt, die machen das eher, wer das verkauft und nicht für wen. Oder von welchem Gerät das gemacht wird. Könnte sein. Mir fällt gerade auf, dass ich hier mal ein bisschen Platz machen sollte. Weil da haben wir schon ein kleines Problem.
kann das hier weitergehen, ja? Weil. Muss ja. So. Warte, dann sage ich dem auch noch Bescheid. So, der Clou geht auf. Mikado verkauft schon alle Ballen und der Preis steigt noch. Das wird geil. Ich meine, wir haben jetzt im Moment genügend Geld, um die aktuellen Ausgaben zu decken. Das ist alles kein Problem. Wir können das LU bezahlen. Wir können die Maschinenmiete bezahlen. Von dem her passt's. Das LU darf hier gleich nochmal. Dann, wenn es fertig ist, oben mit Schwaden. Mit Pressen darf gleich mal Wiese 7 gemäht werden. Da bin ich nur am Überlegen. Da, bin wieder da. Ach, schön. Tja, das haben die auch schon herausgefunden. Ah, dass es um den die Person geht, die wickelt? Mhm. Okay. Das Geld wird an den gegeben, der die Ballen presst und nicht an den, dem das Fahrzeug gehört. Ach, der presst, um den geht's. Ja. Wen dachtest du denn jetzt? Der wickelt. Ja, er presst und wickelt ja gleichzeitig. Ah, stimmt, ist der Rundball. Okay, dann ja, muss ich da nachher auch drauf achten. Wenn. Also ich meine, das kann man ja schon so lassen, aber ja, es ist man halt muss so. Halt schon drauf achten, dass die dann Geld zurückgeben. Ja, ich denke davor. So, wo liegen denn jetzt hier noch Ballen rum bei mir? Vertraut man dem LU eigentlich schon? Ja. Hier liegen noch Ballen rum. Zwei Stück. Eins und zwei. Oh, ich kann auch zwei Stück. Ah, da ist noch einer. Und er macht gerade noch einen. So. Wir sind schon wieder gleich durch. Und so viel habe ich in dieser Folge eigentlich gar nicht geschafft. Tja, ich habe schon Geld verdient. Ja, ich auch ein bisschen. Ich habe ja das LU schon bezahlt. Was heißt ich? Eigentlich hat ja das LU Geld verdient. Überweist es mir nur zurück. Ich muss sagen, hier fällt mir auch auf, wenn die Traktoren unter Volllast sind, dann ist der Rauch, der oben rauskommt, eher bläulich lila. Echt? Ja. Sieht zumindest so aus. Ich muss schon ganz ehrlich sagen, der MB-Truck ist schon echt ein sehr guter Traktor. Und wie schnell fährt denn der? Also der fährt jetzt 60 km/h gerade bei mir. Warte mal, das war nur wegen dem Bug. Im Normalen fährt er 350 km/h. Okay. Und ja, die PS und KW, die kann man dann noch einstellen. Aber auf muss man 210, halt 210, oder? Nee, ich guck grad mal. Die kann man auf. Ja, 210 PS, ja. Nein. So, wir gehen mal hoch, weil wir sind schon wieder am Ende. Oh, okay. Klopf, klopf. Ach, Ende. Ja, wir sind schon wieder am Ende angelangt. Oh, krass, ich kann gut raten. Ereignisreicher Tag. Eigentlich ist es passiert, glaube ich. Und wir haben ja alle viel gearbeitet. Ja. Aber bevor du beendest, vielleicht machen wir dann erstmal die Ladung. Auch schnell, kurz. Ja, rechnen, ja, bitte. Für die Folge. Wie viel macht das denn jetzt erstmal? Also das Ballenpressen 600. Okay, und insgesamt alles? Mit Wickeln oder macht das trotzdem nur 600? Das macht 600. Okay. Dann geben Sie mir einfach, weil ich verkaufe gerade noch Ballen, dann geben Sie mir einfach so viel zurück. Und dann ja, behalten Sie dann Ihr. Gut. So. 22.000, das heißt. So, ich hätte gerne mal eine Frage noch kurz so zwischendrin.
Ja. Ob die Zinsen für das LU in Ordnung waren oder ob es noch mehr hätte sein sollen? Nein, war vollkommen ausreichend. Ja, ich dachte doch. Also. Wir haben da nichts zu bemängeln. Ich dachte, so 40% sind okay. Ja. Okay. Ha. Gut, dann. Was muss ich noch bezahlen? Für das Schwaden sind das nochmal 300. Ja, und für das Ballenprelzen machen wir nochmal 200 dazu. Ja, 200. Ja, ist aber ein großer Unterschied. Wir haben noch keine Stunde dazu. Also wie viel? Machen wir insgesamt 500. Okay. Gut, vielen Dank. So, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder unten einen Kommentar da. Am besten alles. Und bis morgen. Ciao. Ciao. Tschüss.